Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Pokémon Purpur. In diesem Video schauen wir uns die nächste Arena an. Bevor wir aber in die nächste Arena reingehen, hätte ich jetzt hier noch etwas, was ich gerne mal mit ins Video reinnehmen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja draußen von euch ja auch Leute, die das Spiel spielen. Und ja, mir ist gerade eben zufällig hier aufgefallen, da ist übrigens, da vorne ist die Arena. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier, ja, scheinbar ein Charnera-Nest haben. Ihr seht es jetzt, ja. Also, hier laufen einige Charneras rum. Und für die Pokémon-Nerds unter euch, ja, die wissen natürlich, dass gerade Charnera ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Jetzt habe ich gerade eben mal, bin ich mal ein, zwei Charneran mal hier in den Counter gegangen. Hab diese mal entsprechend besiegt und ja, was soll ich sagen, Leute, ne? Es bringt einfach unfassbar viele Erfahrungspunkte. Ich muss jetzt gerade eben schon die Entwicklung von unserem Fuendente, die musste ich vorhin schon abbrechen, weil ich das natürlich auch in irgendeiner Form im Video festhalten möchte, ne? Aber da seht ihr es jetzt, ja. Also es scheppert ordentlich an Erfahrungspunkten. Wie gesagt, das kennt man für gewöhnlich, gerade die Charnera, die Charneras in dem Fall, die bringen einiges an Erfahrungspunkten. Und das sollte man vielleicht einfach mitnehmen, ne? Also bisher habe ich jetzt noch keine bessere Variante gesehen, krass schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. So, wir schauen mal eben ganz kurz, was wir hier haben. Ja, nee, das lassen wir erstmal einfach. Das passt schon. Ja, was ich jetzt auch schon gemacht hatte, jetzt die letzte, ja, 30 bis 45 Minuten. Ich hatte das ja gesagt zum Abschluss des letzten Videos, dass ich hier einfach nochmal ein bisschen abseits von dem Let's Play nochmal ein bisschen mich hier bewege. Noch versuche, ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Und auch das habe ich geschafft, ja. Also ich kann gleich nochmal drauf eingehen, auf das Team. Aber wir haben etliche Erfahrungspunkte sammeln können. Ihr seht es jetzt, ne? Also das kann ich für euch gleich auch nochmal besser darstellen. Leveltechnisch stehen wir jetzt eigentlich ganz gut da, wie ich finde. Ja, also da sollten wir doch hoffentlich bei dem nächsten Arena-Leiter nicht die größten Probleme bekommen. Ja. Ich bin aber trotzdem dafür, dass wir erstmal nochmal hier die Charnera zumindest mal mitnehmen. Solange die zumindest jetzt hier noch erscheinen. Ja. So, jetzt bin ich soweit. Jetzt lasse ich es auch gerne laufen. Zack. Hallo. Ja, hat sich nun zu einem Bailonda entwickelt. Ja, interessant. Mit seinen ausgefallenen Tänzen betört es alle, die ihm zuschauen. Es schlitzt Gegner mit einem Schwung seiner Schmuckfedern aus Wasser auf. Not bad. So, Wogentanz. Checken wir mal eben ab, was das kann. So, der Anwender neckt das Ziel mit flinken, fließenden Tanzschritten und greift es dann an. Dadurch steigt auch die Initiative des Anwenders. Okay. Wir tauschen es mal gegen Wasserdüse. Okay. Ja. Pokémon sieht auch recht interessant aus. Das kann ich sagen. So. Ich würde auf jeden Fall jetzt noch die Charnera hier mal mitnehmen. Ja, ich will das jetzt nicht so krass ausarten lassen in diesem Video. Ja, es geht ja zum Glück doch auch recht zügig hier. Gerade wenn wir jetzt hier unsere Kampfattacke auswählen. Dann ist das eigentlich ein One-Hit-Wonder. Ah. So. Das hört aber auch nicht mehr auf, ne? Also das geht auch hier immer weiter. Vielleicht muss ich dann doch gleich mal einfach hier den Strich drunter setzen. Na, sonst bin ich noch die nächsten 30 Minuten damit beschäftigt. Aber wie gesagt, auch eine wirklich einfache Variante hier ordentlich zu leveln. Ja, ihr seht das, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf. Also die kommen immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele von den Pokémon generell in so einem Nest erscheinen. Ja. Aber bei so einem Charnera-Nest, da könnt ihr ordentlich was einpacken, Leute.
Da könnt ihr wirklich ordentlich was einpacken. So. Ja. Unsere Pokémon steigen und steigen und steigen immer weiter im Level. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt den noch mit. Oder die. So. Und da würde ich noch mal ganz kurz zum Pokécenter gehen. Noch mal kurz die Attacken aufladen in dem Fall. Weil Schaden haben wir ja jetzt keinen genommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes. Okay, den habe ich jetzt komplett übersehen. Ist aber auch nicht schlimm. So, was machen wir denn? Wir machen mal den Bogentanz. Sehr elegant. Sehr elegant. So. Lass mal einen Freudensprung hinlegen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt gleich zur Arena gehen, was für denn jetzt da wieder so eine Prüfung, ja, was da abgelegt werden muss. Müssen wir wieder irgendwie mit dir herlaufen, sein Portemonnaie bringen? Ich glaube nicht. Vielleicht hat er ja seinen Regenschirm oder so vergessen. Wer weiß. Wir werden es auf jeden Fall gleich herausfinden. So. Dann gehen wir mal rein hier in die Hütte. Telefon klingelt. Natürlich. Die Mila ist dran. Jupp, ich bin's. Ja, sammelst du auch schon schön fleißig Orden? Bei welcher Arena bist du gerade? Oh, im Ernst? Das ist ja ganz in der Nähe. Warte, ich komm schnell vorbei. Was für ein Zufall, ne? Ah, da bist du ja. Zwei Arena-Orden hast du schon. Nicht schlecht. Einen dritten Orden willst du dir also hier holen, was? Du schaffst das schon, Jo. Denke ich zumindest. Am besten trainierst du vorher noch ein bisschen, indem du gegen mich kämpfst. Was meinst du? Na komm. Yippie! Dein Tatendrang gefällt mir. Ja gut, dann lass uns nicht lange fackeln. Nichts wie auf zum Kampfplatz. So. Ich bin vor Arena-Kämpfen immer erst zum Kampfplatz der jeweiligen Stadt gegangen. Es kann nicht schaden, sich im Voraus mit der Lage und der Beschaffenheit des Kampfplatzes vertraut zu machen. Schließlich können diese Infos den Kampf beeinflussen. Oho. In deinen Augen sehe ich, dass du stärker geworden bist, Jupp. In dem Fall sollte ich wohl ein paar meiner besser trainierten Pokémon auswählen. Also dann, los geht's. Das ist jetzt... Der Platz? Ja, interessant. Der Kampf ist das Ziel. Nun gut. Das wird eine Trockenübung für deinen nächsten Arena-Kampf. Also halte dich zurück, klar? So, dann... Ja gut, also wenn ihr wuffelt jetzt Level 21, ja? Oh. Oha, die Attacke war eine gute Wahl. Du wirst mit jedem Mal besser. So, bei London. Boah.
Wir bleiben mal drin, ne? Glaub bloß nicht, dass du schon gewonnen hast. Mit diesem Pokémon wende ich das Blatt. Dolokroko kommt rein. Ja. Da du jetzt auch ein Orb hast, ist es nur fair, wenn ich mein Pokémon Terra kristallisiere, oder? Ja, halte ich nicht zurück. Aber auch das wird dir wohl nicht weiterhelfen. Jetzt sind wir natürlich richtig krass unterwegs. Naja. Du bist wirklich immer besser. Ja, was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Was? Du hast doch jetzt zwei Arena-Orden. Warum bist du schon so stark? Das war doch auch mal ein guter Kampf. Ich hatte einen Riesenspaß. Hier, ein kleines Dankeschön. So, Hyperheiler. Am liebsten würde ich jetzt sofort nochmal gegen dich antreten. Aber als Champ sollte man auf seine Gegner Rücksicht nehmen. Also lassen wir das lieber. Sammle du nur weiter Orden. Wir kämpfen wieder, wenn wir uns das nächste Mal in der Arena über den Weg laufen. Jupp. Ich hoffe, dass du noch viel stärker wirst. Sehr viel stärker. Unglaublich viel stärker sogar. Dann können wir ganz, ganz viel kämpfen. Jetzt musst du aber erstmal die Arena-Prüfung meistern. Viel Erfolg dabei und danke für alles. Ja, wir haben ebenfalls zu danken, natürlich. So. Jetzt müssen wir immer noch die Arena-Prüfung ablegen, Leute. Willkommen in der Arena von Mesclara. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Jupp, sagst du? Das ist korrekt. Bevor du dich mit Arenaleiter Aoki messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebtesten Restaurant in Mesclara. Gelingt es dir, das Richtige zu bestellen, hast du bestanden. Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer an diese Arena-Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem geheimen Gericht anvertraut bekommen. Ihr beschreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was er über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise erhalten hast, kannst du das geheime Gericht beim Personal in der Schatzstube bestellen. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Nun denn, Jupp, dein Hinweis lautet, so mögen's unsere Stammgäste. Es könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Also ich glaube, da wird jetzt etwas zu viel von mir verlangt. Aber gut. Wir stellen uns natürlich auch diese Herausforderung, ist klar. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier das besagte Restaurant? Restaurant. So, das ist wohl kein Restaurant. Was ist hier? Aha! Die berühmte Schatzstube. Also, rein da in die Hütte. Jo, das ist aber groß hier. So, wir sprechen mal hier mit der Person. Du bist wegen der Arena-Prüfung hier, stimmt's? Na, hast du alle Hinweise für das geheime Gericht der Schatzstube beisammen? Nee. Sagen wir es mal so, noch nicht, ne? Alles klar, was darf es also sein? Ja, keine Ahnung. Das weiß ich halt eben nicht, ne? Ja, es ist jetzt egal. Mit einem Hauch von nichts.
Okay. So. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hier muss irgendwo ein Fehler unterlaufen sein. Versuche etwas anderes zu bestellen. Ja. Nun denn. Sprech mal mit den Leuten hier. Die Schatzstube soll ein unerwartetes Geheimnis hegen. Ja. Hey, ein geheimes Gericht? Keine Ahnung, wovon du redest. Alles klar, sie weiß auch nichts. Mampf, Mampf. Sind Sie Stammgast hier? Das kann man so sagen. Ich esse oft hier. Bist du etwa wegen der Arena-Prüfung hier? Ist korrekt. Eins kann ich dir sagen. Ein Spritzer Zitrone verleiht Gerichten eine wunderbar frische Note. Dadurch schmecken sie gleich noch besser. Also Zitrone schon mal merken, Leute. Ich wollte eigentlich hier... Okay, egal. Also, Zitrone merken. So, hier mit der Person kann ich gar nicht sprechen. Leider Gottes. So, komme ich da? Nein. Da komme ich nicht so hoch. So, erstmal hier nachfragen. Das grunzende Schwein einmal streichen. Ich habe noch nie sowas Leckeres zwischen die Kiemen gekriegt wie das hier. Wow. Berichten zufolge soll man in diesem Restaurant den Terra-Typen seiner Pokémon ändern können. Außerdem gibt es hier richtig gutes Essen. Wie komme ich denn da jetzt da hoch? Gar nicht. Nun denn. Gut, aber es sollen wohl ja auch nicht alle Herausforderer hier drin sein, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also wir schauen uns jetzt nochmal draußen um. So, was kannst du uns was sagen? Das hier ist McClaras berühmte Schatzstube. Wenn du dich gerade der Arena-Prüfung unterziehst, kannst du bei uns auch das geheime Gericht bestellen. Ja. So, der da vorne, der sieht so total unscheinheilig aus, aber... In Mesclara schlägt das wirtschaftliche Herz von Paldea. Und da so viele Menschen von überall her in die Stadt strömen, wächst natürlich auch das Angebot in der Gastronomie. Ja. Mein kleines Schlafel ist ganz schön groß geworden. Vielleicht ist es an der Zeit, sich nach einem größeren Bleibe umzugucken. Boah, ist nur ein bisschen groß geraten. Aber es sind irgendwie alle hier, bist du den Eindruck? Einen schönen Gruß aus Kanto. Wie wäre es mit einem unserer berühmten Crepe? Oh. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Da sehen wir jetzt auch, welche Effekte das Ganze auch hat. Aber ganz ehrlich, da müssen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen, glaube ich. Wir sind ja immer noch für die Arena-Prüfung hier. So, Lust auf ein Sandwich. Wie wäre es mit einem Sandwich? Verlockt gut, auch wenn man bereits gegessen hat. Okay. Hier, komm. Du kannst mir doch sagen, was du willst, aber du bist doch hier 100% auch für die Arena-Prüfung. Ne. Kann mit ihm nicht reden. Eieiei. Aha. Moment mal. Ist hier noch jemand, der sich der Prüfung stellt? Ja, wir sind das. Ah, ein anderer Herausforderer. Dann rück mal schon raus mit deinem Hinweis. Ja, mein Freund, erst musst du mal uns besiegen, würde ich sagen, ne? Tilo. Hat es bei dir für das Haar nicht mehr gereicht im Namen, oder was willst du mir jetzt damit sagen? Hm? Komm. Machen wir kurz den Prozess hier, ne? So. Jetzt sagst du uns erstmal schön den Hinweis. Muss ich dir jetzt meinen Hinweis verraten, weil ich verloren habe? Das hast du gut erkannt, mein Freund. Dann sag doch mal an hier. Na gut, hier ist mein Hinweis. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Ich musste die ganze Zeit über den Hinweis nachdenken, konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Ah, Moment mal. Meint er den hier, oder was? Hör dir an, wie mein Krawallo redet. Redet. Süß, oder? Und das macht es mit links.
Mit links, mit links. Mittlere Portion, mittlere Portion. Ich müsste es ja so ein bisschen so in Papagei-Sprache sagen. Mittlere Portion! Das habe ich damit gemeint. Also mittlere Portion merken. Also Zitrone, mittlere Portion. Das sind schon mal so die zwei Hinweise, die wir jetzt hier haben. So, wo ist denn hier noch wer? Okay. Das hat jetzt nicht weitergeholfen. So, sind hier vielleicht noch Leute? Ja, hier muss doch irgendwer... Muss doch hier noch mit uns kämpfen, oder? Keine Reservierung? Kein Problem. Bei uns bekommst du trotzdem eigentlich... Ja, brauche ich aber gerade nicht. Das riecht wirklich gut. Was hast du gekauft? Das verrate ich nicht. Oh, das gibt Stress. Das gibt Stress, Leute. Unsere scharfen Gerichte kann ich wärmstens empfehlen. Herein mit dir. Nee. Aber kann ich denn da auch rein und... Ja, okay, ich kann nicht rumlaufen. Also so sehe ich dann auch keine anderen Trainer. So. Aber gerade eben, der eine, der hatte ja so einen gelben Rahmen um seinen Text, ne? So, oh, deine Pokémon scheinen bei uns essen zu wollen. Ihr Gesichtsausdruck sagt alles. Ah, bin ich mir nicht so ganz sicher. So, was ist hier? Hallo? Die Schatzstube, Moment mal. Warst du schon in der Schatzstube? Unser Reinhalter soll dort Stammkunde sein. Mhm. So, jetzt komme ich hier schon wieder raus. Was ist mit dir? Willkommen. Das hier ist Miss Clara. Klingt so schön nach Mischmasch, oder? Der Name hält, was er verspricht. Ja. Danke für nichts. Was ist denn da unten? Ah, Moment, 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 Moment. Hallöchen. Du hast auch einen Hinweis zum geheimen Gericht bekommen, oder? Aber warte, ich werde ihn schon aus dir rauskitzeln. So. Dann erstmal hier wieder ganz klassisch einmal einen Fußtritt. So. Das war's dann auch schon wieder. Ich find's total blöd, dass man sich gegenseitig seine Hinweise abnehmen muss. So, dann, ja. Wo du es gerade gesagt hast, ne? Dann gib uns doch mal besagten Hinweis. Bitte, da hast du meinen Hinweis. Dunkelheit umgeben von Treppen. Gab es hier im Ort überhaupt irgendwo dunkle Stellen? Also ich würde mal sagen, hier. Aber was? Nanu? Es lässt sich zwar nur schwer entziffern, aber ganz hinten steht etwas geschrieben. Feuersturm. Feuersturm. Soll ich mir mal merken. Ich schreibe es mal gerade hier parallel mit auf. Ja, so professionell sind wir ja heutzutage hier. Feuersturm. So. Hilft mir aber noch nicht weiter, weil ich ja immer noch eine weitere Person hier finden muss, oder? Aber wie eben schon gesagt, die Person hat dann um seinen Text einen gelben Rahmen. So, das ist der, der immer uns eine Belohnung gibt. So. Da, da, da. Da. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da ist Nummer 3. Machst du auch bei der Arena-Prüfung mit? Frag mir doch bitte deinen Hinweis. Bitte, 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 bitte. Ja. Du kennst die Regeln, ne?
Marie. Lebe, Marie. Schlaraffel kommt als nächstes. Wir machen erstmal ganz entspannt hier weiter. Mein Hinweis doch nur genauso tauschen könnte wie Pokémon. Ja, auch du darfst mir jetzt einen Hinweis geben. Bitte, mein Hinweis. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Aha. Ob ich mir ein riesiges Eis als Trostpflaster holen sollte? Ah, Moment mal. Erstmal hinten noch das Item mitnehmen. So, Reflektor. Ja, damit wir auch alle gute Reflekte bekommen. So, na, bist du auch heiß auf Eis? Müssen wir mal gucken. Aha, gebratene Reisbällchen, Leute. Ich schreibe es nochmal eben auf. Sie hat ja gerade eben davon gesprochen, dass da etwas Außergewöhnliches, also im Vergleich zu sonst, dabei ist, oder? Habe ich das richtig verstanden? Glaube ja. So, das heißt, den Hinweis, den wir ja eigentlich hatten, den hatten wir eben schon hier drin geholt, ne? Da war ja diese eine Person, der Stammgast, der hat ja was von Zitrone gelabert, ne? So. Das heißt, wenn ich das jetzt hier richtig gemacht habe, und nochmal eben mein Notizbuch hinzu, ne? So. Schauen wir mal. Ich fällt mir gerade ein, jetzt habe ich meinen Bailando. Wie heißt der? Ah, ist auch egal, komm. So, Mittel. Auf welcher Flamme? Feuersturm. Hier, Feuersturm. So, womit möchten wir das Gericht abrunden? Mit einem Spritzer Citron. Eine mittlere Portion gebratene Reisbällchen auf der Stufe Feuersturm gegart und serviert mit einem Spritzer Zitrone. Da wird jemand hellhörig. Okay. Mittlere gebratene Reisbällchen, Feuersturm, Stufe mit Zitrone. Okay. Ja. Wie von Zauberhand, Leute. Ne? Wie von Zauberhand. So, herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserem Arena-Leiter stellen. Sag mir aber Bescheid, wenn du bereit für den Kampf bist. Ja. Bereit bin ich tatsächlich jetzt noch nicht. Denn ich würde vielleicht nochmal eben zurückgehen und die Pokémon heilen. Die Ladezeiten, Leute. Die sind der Oberkracher. So. Bin ich mal gespannt. Also wir wissen ja, Arena-Reiter trainiert Pokémon vom Typen normal. Ja. Je nachdem, wie groß der Levelunterschied ist, kann das sein, dass wir vielleicht auch nur ein Pokémon brauchen. Ja. So. Rein in die Hütte. Und dann stellen wir uns der Herausforderung. So, da sind wir wieder. Was war das? Möchtest du Arenaleiter Aoki herausfordern, den außergewöhnlichen Angestellten? Genau aus dem Grund sind wir hier. Dann begib dich jetzt bitte zum Kampfplatz.
Aoki, du bist dran. Hallo. Ich heiße Aoki und wurde der in der Sklara Arena als Arenaleiter zugeteilt. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Du solltest übrigens auch die anderen Gerichte hier probieren. Die sind echt alle gut. Nicht nur die Reisbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk. Das kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Bringen wir diesen Kampf hinter uns. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gut rübergebracht. Er hat so ein bisschen so einen gelangweilten Eindruck gemacht, habe ich so das Gefühl. Also vom Gesicht her. Sehr geehrter Herr Herausforderer, beiliegend ist meine Einladung zum Kampf. Hochachtungsvoll, Arenaleiter Aoki. So. Okay. Ich habe gerade erst gegessen. Gehen wir es langsam an, ja? Ich weiß ja nicht, mein Freund. Also den Gefallen, den kann ich dir einfach nicht tun. Level 35, ja, komm. Einmal getroffen und gut ist. So. Wir kämpfen erstmal weiter. So, Staraptor kommt als nächstes. Ich hab's ja vorhin gesagt, ne? Wir bleiben einfach bei einem Pokémon. Naja, immer noch besser als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Ja, da sind Prioritäten sind auf jeden Fall gesetzt, das kann man sagen. Nicht übel. Sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Hey, ja, okay. Reiß dich zusammen. Wenn du meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gib ihm wenigstens ein deftiges Spektakel. Okay. Was geht jetzt ab? Gebt alles, ihr beiden! Na schön, da will ich aber nicht so sein. Geben wir den Gästen, was sie verlangen. Okay, dann nehme ich alles zurück mit dem einen Pokémon. So. So, komm, Hornweisel. Okay. Müssen wir jetzt auch Hornweisel einpacken, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja alles mit einkalkuliert, sage ich mal so. Ne?
So, was hätten wir denn jetzt hier noch? Aber wir holen mal Knarksel mal hier rein. Vielleicht kriegen wir es mit ihm gebacken und dann kriegt er noch ein paar EP-Punkte on top. Ja, dann mal los. Bereit für eine Attacke, die mitten aus dem öden Arbeitsleben kommt. Ja. Nice. Aber das hilft dir halt nicht, ne, mein Freund. Yes. Knacksel. Da waren meine Augen wohl größer als mein Magen. Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier überreichen. Hast du den gegessen, oder was? Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hältst du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Mit Wonne! Da ist er, Leute, da ist er. Wenn du 3 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 35 leichter fangen. Ah, und sie folgen all deinen Anweisungen. So, du zahlst die Rechnung, ne? Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber nimm das hier bitte trotzdem. Fassade. Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ich finde das Essen jetzt ziemlich schmackhaft. Und keine Sorge, die Rechnung geht natürlich auf mich. Yes! Bester Mann! Bester Mann! Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. Ehrenmann. Ehrenmann. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ja, es war uns eine Freude. Aoki. Oder soll ich Aoki sagen? Ja. Hallo? Oh, Verzeihung, hallo? Hast du eben den Orden dieser Arena erlangt, nicht wahr? Ja, das habe ich. Dein Name war Jupp, wenn ich mich nicht recht erinnere. Sag, schreibst du auch danach, Champ zu werden? Selbstverständlich. Das wollte ich hören. Für jemanden, der noch so jung ist, verfügst du über außergewöhnliches Talent. Verschwende es nicht, greif nach den Sternen. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Zagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga. Das ist die Organisation, die für die Verwaltung der Arenen zuständig ist. Wenn du weiterhin Arena-Orden sammelst, könnten wir uns in Zukunft erneut begegnen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ja. Schön. Schön, 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 schön. Wir können an einem neuen Kurs teilnehmen, Leute. Das nur schon mal so als Info zwischendrin. Ja. Kaum zu glauben. Aber diesen Trainer habe ich dann, Arena-Leiter habe ich tatsächlich dann im ersten Versuch besiegen können. Im Gegensatz zum letzten. Ja. Aber gut, bei dem Team, das wir hier haben, ne, ganz ehrlich, ey, das ist ja fast hier alles durch die Reihe mindestens Level 40 gefühlt, außer Knacksel jetzt, ne, aber. Also, wenn man das dann noch verlieren sollte, also. Dann sollte man es vielleicht auch einfach aufhören mit dem Pokémon-Spielen, ganz ehrlich. Daher. Nun denn, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich würde nochmal ganz kurz die Pokémon heilen und dann könnten wir nochmal schauen, was uns denn vorgeschlagen wird, was wir als nächstes machen sollen. Vielleicht nochmal ein Team Star. Eine Team Star-Basis angreifen. So. Erstmal wieder ein Freudensprung. So, wir fragen einfach mal. Mal sehen, wo könntest du als nächstes hin? Ich empfehle dir, das Versteck der Ziehbande von Team Star aufzusuchen. Chugi, der Boss der Giftmitglieder, scheint auf einen würdigen Gegner zu warten. Warte kurz, ich markiere den Ort auf deiner Karte. So.
ist auf der Karte markiert. Das ist schon mal was Feines. Können ja mal eben kurz in die Karte reinschauen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo bin ich? Wie heiße ich? So, die Blauen, ne? Die Blauen, das sind hier die Hansel. So, jetzt muss ich halt vielleicht nochmal ranzoomen. Hier, ne? Ja, das ist Otis. Wer ist das hier? Ach, hier, da ist Shugi. Shugi, alles klar. Gut zu wissen. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall auch noch aktiv werden. Was ich aber vielleicht trotzdem jetzt fürs nächste Video mal planen würde, ist mal, dass wir nochmal zur Brutzelwüste gehen und uns nochmal hier diesen Herrscher anschauen. Den habe ich mir ja schon mal angeschaut und habe da auch mächtig einen auf die Nase bekommen. Jetzt denke ich mir, unsere Pokémon sind ja eigentlich so weit trainiert, dass das doch hoffentlich funktionieren müsste, oder? Man weiß es nicht. Man muss es halt herausfinden. Ja? Aber das ist schon mal, wie gesagt, als Vorschau fürs nächste Video. Da werden wir auf jeden Fall mal da hingehen und schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht kriegen wir den Herrscher besiegt und kriegen dann nochmal ein Update für unser Miraidon. Was es dann ist, werden wir auch herausfinden. Nun denn, das war es dann jetzt erstmal für dieses Video. Wir haben den nächsten Orden eingepackt. Ja, es ging glücklicherweise etwas einfacher und schneller, als das beim letzten Mal der Fall war. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ja. Mal schauen, ob die nächsten Aufgaben ebenfalls so entspannt und einfach werden. Ja, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, ihr kennt das, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja, da würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.